Moin Leute, heute gibt's mal ein eigentlich recht banales Gericht, und zwar Spaghetti Bolognese. Das hat sich nämlich die Miss Cookie 2012 gewünscht. Und die einfachste Variante, vegane Spaghetti Bolognese zu machen, ist ja eigentlich mit Sojaschnitzel. Aber ich denke mal, da muss ich nicht zeigen, wie das funktioniert. Da werdet ihr wahrscheinlich selber wissen, wie ihr das damit macht. Eine andere Möglichkeit wäre zum Beispiel auch noch mit Hackfleisch aus Seitan. Da habe ich auch mal ein Video zu gemacht. Heute würde ich das gerne mal mit Grünkern versuchen. So haben wir dann sozusagen vegane Spaghetti Bolognese ohne Soja. Okay, los geht's. So, den Grünkern werden wir jetzt erstmal schroten. Das sind jetzt 6 Esslöffel Grünkern. Und dann habe ich noch 1 Esslöffel Sonnenblumenkerne dazugegeben. Außerdem ca. 6 bis 7 Paranüsse. Die werden dem Ganzen noch so ein bisschen ein nussiges Aroma verleihen. Ihr müsst es jetzt übrigens auch nicht zu Pulver zermahlen. Also einfach ein bisschen leicht anschroten, dass der Grünkern so ein bisschen gebrochen ist. Und die Paranüsse schön klein gehackt sind. Ja, ungefähr so kann das nachher aussehen. Dann habe ich hier 3 Zwiebeln. Die könnt ihr ganz einfach in relativ grobe Würfel schneiden. Dann habe ich hier noch 5 Knoblauchzehen. Das klingt jetzt ganz schön viel. Allerdings werde ich die am Anfang so ein bisschen mit anrösten. Das heißt, die werden von ihrem ganz scharfen Aroma so ein bisschen was verlieren. Wenn ihr das allerdings so richtig extrem nach Knoblauch haben wollt, dann hackt die einfach ein bisschen kleiner oder reibt die sogar und gebt die dann ganz am Schluss zur Soße dazu. Die müsst ihr jetzt nur in feine Scheiben schneiden. Und dann habe ich hier noch 2 getrocknete Aprikosen. Die könnt ihr einfach in Streifen und dann in feine Würfel schneiden. Die sollen dem Ganzen noch so ein bisschen Süße verleihen. Vor allem, da wir nachher auch die Tomaten dazugeben, die immer so ein bisschen säuerlich schmecken. Und die Aprikosen sollen das dann so ein bisschen ausgleichen. Dann braucht ihr eine hohe Pfanne oder halt einen Topf. Auf jeden Fall etwas, wo ihr später einen Deckel drauf geben könnt. Da kommen jetzt schon mal 4 bis 5 Esslöffel Olivenöl rein. Und wenn das Öl heiß ist, könnt ihr auch schon mal die Zwiebeln, den Knoblauch und die Aprikosen in die Pfanne geben. Und einfach ein bisschen anschwitzen, also es sollte schon ein kleines bisschen Farbe nehmen. So, und wenn die Zwiebeln so langsam anfangen braun zu werden, dann könnt ihr auch eure geschroteten Grünkerne dazugeben und ein kleines bisschen mit anrösten. Und nach kurzer Zeit könnt ihr das Ganze dann erstmal aufgießen, und zwar mit 250 ml Wasser. Die Hitze auf die Hälfte reduzieren. Dann eine Dose Tomaten, also das sind 400 Gramm, wenn ihr frische nehmen möchtet, gleich mal dazugeben. Dann kommt dazu ein Teelöffel Majoran und ein Teelöffel Thymian. Was die Kräuter betrifft, könnt ihr natürlich frei entscheiden, wie viel und was ihr nehmt. Also auch Basilikum, Rosmarin, Oregano, ja, was ihr gerne mögt, da könnt ihr eigentlich, wie gesagt, frei entscheiden. Und außerdem gleich ein Teelöffel Salz. Dann kommt der Deckel drauf und das Ganze könnt ihr jetzt erstmal ungefähr 10 Minuten bei mittlerer Hitze vor sich hin köcheln lassen. Dann würde ich gerne noch so eine Art veganen Parmesan machen. Sowas gibt es zwar auch schon fertig zu kaufen, aber wenn ihr auf sowas nicht so steht, dann ist das vielleicht mehr was für euch. Und zwar habe ich hier 100 Gramm Cashewkerne. Die gebe ich jetzt in so einen Cutter. Dann kommen dazu 3 Esslöffel Hefeflocken und außerdem 1 Teelöffel Salz. Und das Ganze könnt ihr jetzt einfach schön fein zerschroten. So, und so soll das Ganze nachher aussehen. Sieht auf jeden Fall schon mal ziemlich echt nach Parmesan aus. Die Cashews werden beim Mixen auch ein kleines bisschen verkleben. Aber durch die Hefeflocken und durch das Salz wird das Ganze so ein kleines bisschen unterbunden. Und was dann doch noch ein bisschen verklumpt ist, das könnt ihr dann mit einem Löffel ganz einfach ein bisschen klein machen. So, nach ca. 10 Minuten können Sie die Hitze auf die kleinste Stufe reduzieren und dann nochmal für weitere 20 Minuten schön durchziehen und quellen lassen.
Und nebenbei könnt ihr dann schon mal das Spaghetti-Wasser aufsetzen. Ich koche die Spaghetti übrigens jetzt im salzfreien Wasser, weil in der Soße ist ja eigentlich schon Salz und in dem Parmesan dann auch schon. Also finde ich, ist es eigentlich auch genug. Vergesst übrigens auch nicht zwischendurch eure Soße immer wieder durchzurühren. So, das Wasser kocht jetzt für die Spaghetti. Können wir die auch gleich mal reingeben. So, die Soße habe ich schon mal ausgemacht, nach ungefähr 20 Minuten. Und jetzt nur noch die Nudeln abgießen. So, und damit habt ihr sojafreie Spaghetti Bolognese aus Grünkern mit Cashew-Parmesan. Ja, finde ich erstmal ein bisschen was anderes für ein Gericht, was ja eigentlich schon jeder kennt. Ja, mal kosten. Wirklich super lecker. Und es hat auch so einen richtig schönen nussigen Geschmack durch die Paranüsse, die Sonnenblumenkerne und auch die Cashewkerne. Und die Paranüsse, die merkt man auch so ein bisschen beim Beißen. Das stört aber nicht. Ich finde, das passt einfach super dazu. Achso, was ich noch nicht gesagt habe, das waren jetzt 250 Gramm Spaghetti. Und das reicht auch ungefähr für zwei Portionen. Also wir haben das letztens wirklich zu zweit aufgegessen an einem Abend. Ihr könnt übrigens auch, anstatt die Soße 20 Minuten nochmal köcheln zu lassen, den Herd einfach von vornherein ausmachen und das Ganze dann länger stehen lassen. Dann quillt das auch nach und nach wirklich auf. Und wird dann auch nochmal so ein bisschen weicher. Ja, vielen Dank an MissCookie2012 für diesen Rezeptwunsch. Ich bin ja meistens eher für ausgefallenere Gerichte. Deswegen ist sowas Einfaches zwischendurch ja echt mal eine gute Abwechslung. Und euch wünsche ich jetzt viel Spaß beim Nachmachen. Und wenn ihr noch andere Ideen habt, was ich unbedingt mal nachkochen soll, dann schreibt es mir in die Kommentare. Und ansonsten bis nächsten Samstag zum nächsten Video. Tschüss!